Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, warum es die Menschen in The Walking Dead so unfassbar schwer haben, eigentlich gegen die Zombies zu gewinnen? Also ich frage mich das tatsächlich öfter, denn sind wir mal ehrlich, es wurde uns sehr oft in der Serie gezeigt, dass diese, um es schöner auszudrücken, Matschbirnen wirklich leicht zu töten sind. Also stellt sich mir die Frage, warum oder wie konnten die Menschen vor allem am Anfang gegen die Zombies verlieren? Auf diese Frage gehe ich in diesem Video ein, deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Couch Time. Ich fand es schon immer komisch, mich damit abzufinden, dass die Menschen in The Walking Dead wirklich einfach den Zombies zahlenmäßig unterlegen sind. Vor allem, wenn man, wie gesagt, weiß, dass die Zombies halt sehr leicht eigentlich zu töten sind. Ob es mit Schusswaffen sind, ein Kopfschuss ist tot, oder auch mit Messern, Speeren, Schwertern oder sonstigen Utensilien. Ein Schlag auf oder in den Kopf und der Zombie ist tot. Ich habe mich auf jeden Fall hingesetzt und habe mal ein paar Recherchen angestellt und bin auf ein paar Ergebnisse gestoßen, die da mir auch irgendwo die Augen geöffnet haben. Aber auch gleichzeitig wieder ein paar mehr Fragen aufgedeckt haben. Zum einen würde ich jetzt als erstes mal auf das Verhältnis Zombie zu Mensch eingehen. Denn natürlich, wir sehen nur einen ganz kleinen Teil der menschlichen Bevölkerung und wir sehen sehr, sehr viele Zombies. Aber in Zahlen, und das ist auch tatsächlich bestätigt, zumindest aus den Comics her, geht auf einen Menschen 5000 Zombies. Heißt, grob überschlagen, auf 1 Million überlebende Menschen, potenziell, kommen rund 7 Milliarden Zombies. Heißt, die Antwort auf die Frage, ob wir jemals ein Ende von The Walking Dead sehen, wo alle Zombies tot sind, würde ich definitiv auf ein Nein zuordnen, weil das wirklich ein sehr, sehr großer Überschuss ist an Zombies im Gegensatz zu Mensch. Aber dadurch kommt es direkt zu einer meiner ersten Fragen. Wie konnte es eigentlich überhaupt sein, dass sich so viele Zombies überhaupt quasi erst entwickeln konnten, beziehungsweise so viele Menschen so schnell gestorben sind? Ja klar, der Zombie-Ausbruch kam für die meisten Menschen der Bevölkerung relativ überraschend und man wusste auch anfangs natürlich nicht, wohin, mit wem und was passiert hier und wer auch immer und ne, Hilfe. Dazu kommt natürlich der Punkt, wir wissen ja mittlerweile, dass alle Menschen infiziert sind, heißt jeder Mensch, der normal stirbt, verwandelt sich nachher in einen Zombie. Heißt, sowas wie Überraschungs-Zombie-Angriffe sind halt ein großes Problem wahrscheinlich gewesen. Nichtsdestotrotz kann ich mir beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, wenn wir überlegen, das ganze Militär der Welt mit allen Waffen der Welt, mit jeglicher Munition, allein schon in Amerika, wo gefühlt jeder zweite Bürger mindestens eine Waffe dabei hat und genug Munition da. Also ich kann mir nicht hundertprozentig vorstellen, dass es wirklich so schwer gewesen sein kann, diese Zombies zurückzuhalten. Vor allem, weil man ja auch bedenken muss, auch wenn eine Horde immer eine große Gefahr darstellt, leben wir in der Welt von Filmen und Serien und da gibt es mehr oder weniger ungeschriebene Gesetze, die für Zombies, Ninjas und Piraten und alles mögliche in diesen Filmen gelten. Und zwar, eine kleine Gruppe von zum Beispiel Zombies richten mehr Schaden aus als eine große Gruppe. Je größer die Horde wird, desto ungefährlicher ist sie am Ende. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wie oft haben wir es schon erlebt in The Walking Dead, dass eine Person gegen eine Horde oder eine riesige Gruppe von Zombies locker ankommt und auf einmal kommt da so einer vorbei und der beißt den halt direkt. Ne, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Aber auf dem anderen Grund, warum die Horden am Anfang der Apokalypse eigentlich einen positiven Aspekt hatten, da die Köpfe, und das wissen wir ja mittlerweile auch, sehr, ich nenne es mal instabil sind, heißt sehr weich, wäre für mich der Aspekt, man stelle jetzt einen Soldaten dahin, der einfach eine Reihe an Zombies vor sich hat und schießt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit einer Kugel mehrere Zombies erledigt, ist halt sehr hoch. Und wir haben auch in ein paar Folgen gesehen, wie effektiv wirklich Gewehre oder Sturmgewehre gegen diese Zombies sind. Damit kann man einfach mal einen Riesenhaufen Zombies kalt machen. Das war nämlich für mich immer so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie kann das sein? Und vor allem, also es wirkt halt auch ja in The Walking Dead nicht so, dass auf einen Schlag einfach 7 Milliarden Zombies da waren. Nein, das ist ja über die Zeit, sage ich mal. Deswegen, ich finde es sehr, sehr komisch. Vor allem, selbst wenn die Munition und Waffen irgendwann ausgehen würden. Wir haben gesehen, Pfeil und Bogen, die man sich theoretisch selber herstellen kann, sogar fucking Steinschleudern würden gegen die Infizierten helfen. Warum sind die so ein großes Problem? Darauf gibt es natürlich auch eine Antwort. Und zwar, sie haben zum einen einfach unendliche Ausdauer. Also, sie können dir jahrelang hinterherlaufen, theoretisch, ohne eine Pause einzulegen, ohne zu schlafen. Plus der Aspekt, sie müssen niemals anhalten, um auf Toilette gehen, trinken oder essen. Die leben einfach oder leben nicht vor sich hin und können dich stundenlang, wochenlang verfolgen. Wie gesagt, plus der Aspekt, dass am Anfang natürlich auch einfach sehr viel Überforderung da war. Aber am Ende hinaus wäre es eigentlich simpel, Zombies zu töten. Denn auch wenn ein Prison überrannt wurde, was natürlich dem Governor geschuldet war, und auch wenn ein Alexandria überrannt wurde, was natürlich zum Teil Negan und den Wolves geschuldet war irgendwie, beziehungsweise mehr den Wolves, auf jeden Fall, dicke Mauern halten die Zombies auf. Und
wenn wir jetzt uns einfach mal vorstellen, man nehme ein Gefängnis mit Betonmauern und verbarrikadiert sich da drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zombies reinkommen, geht gegen null. Und von da an kann man einfach anfangen, die Zombies Schritt für Schritt abzuklappern. Natürlich, wie gesagt, auf einen Menschen kommen 5000 Zombies. Ne, da muss man schon auf jeden Fall, ne, muss Power geben. Das ist klar. Aber trotzdem wirkt es dadurch noch unrealistischer, dass es wirklich so ein Problem war, die Zombies in Schach zu halten. Wie gesagt, natürlich der Aspekt, dass sich jeder Mensch, der stirbt, in einen Zombie verwandeln kann, ist natürlich auch ein Grund. Wie gesagt, dadurch können sehr schnell sehr viele Zombies auf einmal entstehen, womit man halt auch anfangs echt überfordert sein kann, vor allem wenn man es nicht weiß. Kommen wir aber noch zu einem anderen Punkt, und zwar das Heilmittel. Also gehen wir mal davon aus, dass es wirklich als biologische Waffe geplant war. Wer hat die gemacht und wird das Ziel erfüllt? Ist das das Ziel gewesen so von den Leuten? Das ist vielleicht eine Frage, die wir in der Daryl Dixon-Serie beantwortet bekommen könnten. Eventuell. Aber nehmen wir mal an, es ist einfach ein normaler Virus, der von Menschen geschaffen ist, der aus Versehen ausgebrochen ist. Mir kann keiner sagen, dass wenn dieser Virus menschengemacht ist, dass die Menschen nicht schon ein Heilmittel hatten, beziehungsweise nicht an einem Heilmittel hätten schnell forschen können. Und außerdem muss man noch überlegen, es gibt auf dieser Welt halt sehr viele Wissenschaftler. Es gibt sehr viele schlaue Leute und die werden wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich alle überlebt haben, siehe Eugene. Und ich finde es so ein bisschen unrealistisch, dass Stand jetzt in The Walking Dead halt einfach kein Heilmittel gemacht ist oder herausgefunden wurde. Natürlich ist dann die Frage, gibt es überhaupt eins? Ist es überhaupt möglich, gegen diese Krankheit, gegen diesen Virus ein Heilmittel zu bekommen? Das ist eine andere Sache. Vielleicht in der Daryl Dixon-Serie bekommen wir darauf eine Antwort. Aber um das Ganze mal zu Ende zu spinnen, wir gehen mal davon aus, dass wirklich einfach 7 Milliarden Zombies und ungefähr 1 Million Menschen noch auf dieser Welt, auf der ganzen Erde existieren. Und ähnlich wie im The Walking Dead-Universum heißt in Amerika, auch in Europa, Asien, Afrika und sonst wo überall, gegen die Zombies am Fighten sind und halt auch zum Teil normale Leben. Leben bedeutet Neugeborene, wie zum Beispiel Judith, RJ und so weiter. Da komme ich nämlich zu einem wichtigen Punkt, den ich in einem Video schon mal angesprochen habe, der mich nämlich sehr, sehr interessiert. Neugeborene, die in der Apokalypse geboren wurden, haben die den Zombie-Virus auch schon? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe mich dazu jetzt noch nicht so wirklich reingelesen, ob es da überhaupt eine Antwort zu gibt. Alle Kinderzombies, die wir gesehen haben, haben schon in der Apokalypse gelebt. Also zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgeboren ist, hatten sie auch den Virus schon in sich. Somit wäre die Antwort und die Frage auf ein Heilmittel quasi einfach nur, das Überleben der Stärkeren bedeutet, die Kinder müssen überleben und irgendwann würde eine Welt ohne Zombies möglich sein, wenn die irgendwann einfach alle nacheinander langsam sterben. Wenn wir natürlich davon ausgehen, dass Kinder diesen Virus nicht haben, ergo nicht sterben und sich dann verwandeln. Das heißt, irgendwann wird der Virus ja aussterben. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich mir sehr sicher bin, dass das in der Daryl Dixon-Serie eventuell behandelt werden könnte. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten fände ich es einfach super, wenn wir irgendwann mal darauf eine Antwort bekommen würden, weil das sehr eine interessante Sache ist, vor allem das mit den Kindern. Also durch einen Biss, klar, verwandeln, vollkommen okay. Aber wenn ein Kind stirbt, ein neugeborenes Kind, dass sich das verwandelt, das wäre auch interessant zu wissen. Und mit dem Thema Kinderzombies gibt es direkt eine Überleitung zum Video am Sonntag. Denn am Sonntag geht es um dieses Thema Zombie-Kinder. Kinder-Zombies? Kinder-Zombies in The Walking Dead oder allgemein bezogen. Warum gibt es so wenig? Wie viele gibt es? Und was hat es mit denen auf sich? Das wird das Thema des Videos am Sonntag sein. Und um die Frage des Videos zu beenden, warum die Zombies einfach die Menschen überrollt haben, ich verstehe es nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich bin der Meinung, mit guter Taktik, guter Planung und vor allem ein bisschen Köpfchen, hätten die Menschen schlau die Zombies eigentlich dezimieren können, glaube ich. Denn ich bin mir sehr sicher, dass alle Munition und alle Waffen der Welt schon eine Chance hätten. Genauso wie die Frage, warum noch keine atomaren Anschläge in der Welt von The Walking Dead passiert sind. Oder zumindest mehr Atomexplosionen oder Atomunglücke, wie auch zum Beispiel Kernreaktoren, die halt einfach nicht mehr bewacht werden bzw. kontrolliert werden. Normalerweise hätte es ein sehr, sehr großes Problem diesbezüglich geben müssen. Das ist aber ein eigenes Thema. Da hat auch schon mal jemand einen Kommentar zu geschrieben, was ich ein sehr interessantes Thema nämlich finde. Werde ich auch mal ein Video zu machen, warum es in The Walking Dead keine Atomkatastrophe gab. Warum nicht? Macht keinen Sinn irgendwie. Wie gesagt, spreche ich aber auch irgendwann mal in einem Video an. Das ist aber noch, würde noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, das nächste Thema werden erstmal die Kinder in The Walking Dead sein bzw. die Kinder-Zombies. Und damit wären wir jetzt auch am Ende des Videos angekommen. Und da stellt sich mir die Frage an euch. Habt ihr vielleicht eine Theorie, warum die Menschheit den Kampf gegen die Zombies, ich nenne es mal, zahlenmäßig verloren hat? Natürlich ist es noch nicht ganz verloren, aber rein zahlentechnisch ist es schon, sieht es schon sehr schlecht für die Menschen aus. Könnt ihr euch da was rausdrehen, warum es so ist? Weil für mich persönlich macht es sehr wenig Sinn. Ich bin der Meinung, es wäre möglich gewesen, die Zombies wirklich akribisch gezielt vernichten zu können. Aber es ist natürlich auch eine Zombie-Serie. Da soll es natürlich um
Probleme gehen und dementsprechend auch um Zombies, die Probleme machen. Wäre ja langweilig, wenn Rick aufgewacht wäre und die ganze Welt ganz normal. Ach ja, wir hatten übrigens eine Zombie-Apokalypse, aber ist halt gut gelaufen. Wir haben halt einfach auf die Köpfe gezielt, ne? You should have gone for the head. Wie gesagt, schreibt mir da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare. Und auch falls euch das Thema weiter so ein bisschen spezifischer, Heilmittel von The Walking Dead, warum oder wie der Virus genau entstanden ist, falls euch das Thema weiterhin, sag ich mal, tiefer interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da werde ich mich da mal ein bisschen zu informieren und da auch mal ein eigenes Video zu machen, so wirklich ganz, ganz akribisch. Ich habe ja schon mal ein Video zum Virus gemacht. Ist auf jeden Fall hier verlinkt. Schaut es euch gerne an. Ist auch sehr interessant, weil wir halt schon sehr viel Sachen über den Zombie-Virus wissen. Aber trotzdem noch sehr, sehr wenig. Nichtsdestotrotz würde es mich natürlich jetzt noch freuen, wenn ihr euch auf dem Kanal umschauen wollt und andere Videos euch angucken wollt, beziehungsweise vielleicht den Kanal sogar abonnieren wollt, ich würde mich sehr freuen, denn hier gibt es gewiss was, was euer Herz begehrt. Wenn ihr genauso Film- und Serienfan seid wie ich, werdet ihr hier auf jeden Fall fündig. Und wie gesagt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn ihr am Sonntag beim nächsten Video einschaltet. Wie gesagt, da geht es dann um Kinderzombies in The Walking Dead. Genau, und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich am Sonntag in diesem Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.